Zum Start des neuen Jahres ließ Sharon Osbourne in der britischen Sendung The Talk die Katze aus dem Sack. Ihre Tochter Kelly Osbourne ist Mutter geworden. Demnach bekam die Musikerin ihren Sohn bereits im November. Sharon plauderte in der Talkshow offen über ihren Enkel und verriet auch seinen Namen, Sydney. Kelly Osbourne selbst hat hingegen bislang nicht über die Geburt oder ihren Sohn gesprochen. Darüber, dass er inzwischen auf der Welt ist, konnte bis jetzt nur spekuliert werden. Dass ihre Mutter nicht nur die Geburt, sondern auch einige Details über ihren Sohn ausplauderte, gefällt Kelly offenbar ganz und gar nicht. Auf Instagram teilte die frisch gebackene Mutter folgendes Statement: Ich bin nicht bereit dazu, ihn mit der Welt zu teilen. Es steht niemandem außer mir zu, irgendwelche Informationen über mein Baby zu teilen. Diese Worte machen klar, dass Kelly ihrer Mutter nicht die Erlaubnis gegeben hatte, so offen über ihr Kind zu sprechen. Ob der Haussegen bei Mutter und Tochter nun wohl schief hängt? Zumindest sprach Sharon in der Show nur positiv von ihrer Tochter. Sie erklärte, dass sie sehr stolz auf Kelly sei und schwärmte davon, welch tolle Eltern sie und ihr Partner DJ Sid seien. Sie machen sich einfach großartig, so Sharon bei The Talk.